Das heißt also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja gar nicht nur die Waffen, die auf uns einkommen, sondern auch, was ich täglich selbst zu mir nehme. Wenn die Substanzen da einfach nicht drin sind im Körper, dann haben auch diese Biowaffen keine wirklichen Angriffspunkt mehr, weil mein Niveau im Körper stimmt und passt. Eine der großen Waffenarsenale von oben ist die Schulmedizin. Die Schulmedizin hat sehr, sehr viele Dinge implementiert, die auf den ersten Blick was Nettes machen, sinnvoll sind, die aber systematisch Kollateralschäden erzeugen, die unseren Körper öffnet für die Hölle. Ja. Und die sind ganz einfach zu benennen. Die beiden schlimmsten Agenten, die wir haben, sind Quecksilber und Antibiotika.